Guten Abend, liebe Teilnehmer an unserem Workshop, unserem Agile-Care-Workshop, Montagabend, 20 Uhr. Und ich freue mich, Sie hier zu begrüßen, hier live. Und natürlich begrüße ich auch Sie, die sich die Aufzeichnung anschauen im Nachhinein und auch dort in der Aufzeichnung entsprechend im Chat Ihre Fragen stellen können. Das wissen Sie, dass sagen wir Ihnen auch immer, Sie können auch die Unterlagen herunterladen, so wie auch Sie hier im Live-Workshop. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich begrüße auch meine Eltern im Hintergrund. Lieben Dank, dass ihr mich hier unterstützt bei dem, was wir hier vorhaben. So, und dann geht's auch schon los. Mich ein bisschen was vor heute. Insofern starte ich hier die Präsentation. 28. Oktober 2024. Und wenn Sie möchten, können Sie ab jetzt die Unterlagen schon einmal runterladen. Ich gebe Ihnen auch ein zweites Dokument zur Verfügung. Ist hier nur, falls ich es nachher vergessen sollte, brauche ich das dann nicht mehr dran zu denken. Dann habe ich das jetzt hiermit schon getan. Also wie gesagt, diese Unterlagen können Sie sich gerne herunterladen, für sich abspeichern. Und da haben wir gleich noch mehr wichtige Hinweise hier. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und jetzt zum Anfang möchte ich noch etwas Organisatorisches loswerden. Wir werden, wie in diesem Jahr auch und in den Jahren zuvor, im Frühjahr nächsten Jahres, also 2025, wieder ein Symposium durchführen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Termin Ende März handelt, ist sehr hoch. Also an einem der letzten Märzwochenenden, an dem jeweiligen Samstag, das wäre dann voraussichtlich der 22. oder 29.3., möchten wir unser Symposium durchführen. Wenn Sie also hier sich diesen Termin reservieren möchten, dann können Sie das ab jetzt tun. Für sich selbst erstmal. Es wird wieder eine Ganztagsveranstaltung sein. Und nach Möglichkeit planen wir das Symposium nicht in Storgo durchzuführen, sondern wir möchten gerne mit Ihnen woanders hin. Wenn Sie das auch mögen, dann kommen Sie gerne mit, sodass wir derzeit uns halt Angebote einholen, wo man gut nach unseren Bedürfnissen und Vorstellungen unsere Veranstaltung durchführen kann und wir rundum so gut versorgt werden, wie auch in den Jahren zuvor und auch in diesem Jahr wir das so gewohnt waren. Und somit habe ich Sie hier sehr gerne schon mal über diese Richtung informiert, also 22. oder 29.3. Und gern speichern Sie sich den Termin zunächst erstmal ab. Wir informieren Sie kurzfristig ab heute Abend, also kurzfristig ab heute informieren wir Sie dann über den konkreten Termin, also welches Wochenende das wird und auch wohin es gehen wird, sodass Sie das noch detaillierter auch und konkreter planen können. Also hier schon mal diese Vorausschau für Sie. Ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, dass Sie sich auch freuen auf uns und die Zeit mit uns und die Vorträge, die wir alle zusammen genießen können. Ja, am Wochenende waren wir zur Weiterbildung bei einem Workshop im Rahmen von orthomolekularer Medizin und interdisziplinärer Medizin. Interdisziplinäre Medizin, also eine fachbereichsübergreifende Medizin. Interdisziplinär bedeutet, Methoden und Denkweisen einer anderen Fachrichtung mit einzubeziehen und mitzunutzen.
Also interdisziplinäres Vorgehen erstreckt sich nicht nur auf die Zusammenarbeit innerhalb der Medizin, sondern bezeichnet auch das Zusammenspiel zwischen Medizin und entfernteren akademischen Fächern wie Biochemie, Biophysik und Informatik, wie man es vor allem in der Grundlagenforschung findet. Diese interdisziplinäre Wahrnehmung wird noch im Medizinstudium gelehrt und gefördert wohl, aber in der Praxis wird sie von den schulmedizinischen Leitlinien unterdrückt und durch scheinbar gewollte, kann man nur so vermuten, Fachbereichsblindheit, die scheinbar gewollt ist, wird sie ersetzt. Und so dass es aber notwendig ist, dass hier im Rahmen des eigenen Interesses eventuell und Wissens solche Workshops und der Austausch im interdisziplinären Gremium stattfinden und man auch daran teilnimmt. Und das Thema war ein sehr großes Thema. Es ging um nitrosativen Stress, also Stress, den unsere Zellen, insbesondere unsere Mitochondrien, ausgesetzt sind bei den Entzündungsprozessen, Vergiftungen, Immunreaktionen und dergleichen. Und es geht mir hier darum, mit Ihnen zu besprechen, was ist oxidativer und was ist nitrosativer Stress? Besteht zwischen beiden ein Unterschied? Und was sind die Folgen dieses Stresses für uns, für unsere Zellen? Und welche Möglichkeit haben wir, dem zu begegnen? Fangen wir also einmal mit dem oxidativen Stress an. Oxidativer Stress bedeutet, wie das Wort schon sagt, dass Ihr Körper oder dass unser Körper in Stress gerät. Unsere Zellen geraten in Stress, genauer gesagt, ausgelöst durch einen zu hohen Anteil an freien Radikalen. Ein Radikal kann man auch als Elektronenräuber bezeichnen. Und in dem Fall von oxidativem Stress handelt es sich um einen Sauerstoff, um eine Sauerstoffverbindung. Also den freien Sauerstoffradikalen fehlt ein Elektron. Das trifft auf alle Radikale zu, dass denen ein Elektron fällt und dann fehlt. Und dann bei dem oxidativen Stress geht es eben um das Sauerstoffradikal. Und sie haben also ein einsames, ungepaartes Elektron, das einen Partner sucht. Und dieser Partner, der wird sehr intensiv bzw. sehr reaktionsfreudig gesucht. Und es wird dem anderen Molekül, und zwar dem nächsten Molekül, das fehlende Elektron weggenommen und somit das betroffene Molekül kaputt gemacht. Also kann man sich vorstellen wie ein Uhrwerk, in dem dann ein wichtiges Zahnrad kaputt geht oder entfernt wird. Und diese Uhr, die bleibt einfach stehen. So müsste man sich das eventuell vorstellen, wenn Sie es ein bisschen bildlich haben wollen. Das Fatale daran, es handelt sich dabei um eine Kettenreaktion, weil eben daraus wieder freie Radikale entstehen. Ja, weil nämlich das Molekül, dem ein Elektron weggenommen wird, das ist dann seinerseits ein freies Radikal. Die freien Radikale können unsere Zellen zerstören und somit lebenswichtige Funktionen hemmen. Und erst wenn ein freies Radikal auf einen Radikalfänger, ein Antioxidant trifft, Antioxidanz trifft, wird diese Kettenreaktion unterbrochen. Ein Beispiel für zum Beispiel ein körpereigenes Antioxidant ist das Coenzym Q10. Aber ansonsten kennen Sie vielleicht das berühmteste, aus meiner Sicht berühmteste Antioxidant, das ist das Vitamin C, aber auch Selen, Zink, Vitamin B12, Polyphenole, diese alle wirken antioxidantiell. Wobei ich gar nicht weiß, ob es das Wort antioxidantiell überhaupt gibt. Also Sie wissen, was ich meine. Es sind Antioxidantien, die entsprechend dieses wirken. Freie Radikale entstehen natürlicherweise als Produkte unseres Stoffwechsels. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also die Gewinnung von Energie in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen, wäre ohne die Bildung von freien Radikalen nicht möglich. Und auch unser Immunsystem arbeitet im Übrigen mit freien Radikalen, um Eindringlinge abzuwehren und abzutöten. Also Radikale sind also nicht nur schädlich, sondern haben
eine wichtige Aufgabe bei uns im Körper. Und freie Radikale werden erst dann zum Problem, wenn sie in zu großer Menge entstehen und das Verhältnis von Radikal und Antioxidantien, wenn dieses Verhältnis aus dem Gleichgewicht gerät. Die körpereigenen Schutzsysteme sind dann nicht mehr in der Lage zu verhindern, dass Sauerstoffradikale Zellen und Moleküle angreifen. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn also dieses Ungleichgewicht vorhanden ist, spricht man von oxidativem Stress. Und hält dieser Zustand über einen längeren Zeitraum an, steigt das Risiko für das Entstehen von chronischen Erkrankungen. Und was sind die Ursachen für diesen oxidativen Stress? Ich habe hier mal eine Liste aufgeschrieben für Sie. Also Ursachen für die Entstehung von oxidativem Stress sind vielfältig. Und dazu gehören Umweltgifte, also Pestizide, Herbizide, aber auch Medikamente, Antibiotika, Schmerzmittel, Strahlungsbelastungen. Dazu gehören die UV-Strahlen, Röntgenstrahlen, Ozon. Die alle führen dazu, dass in unseren Zellen zusätzlich Sauerstoffradikale gebildet werden. Aber auch elektrobiologische Belastungen, da geht es um die pulsierenden elektromagnetischen Felder um uns herum. Nährstoffmängel, da geht es um die stark verarbeiteten Lebensmittel möchte man ja fast gar nicht mehr sagen, die eben hier unsere Zellen belasten. Und wenn Sie sich erinnern, vor 2 Wochen, da ging es ja um die Neurodermitis, um Allergien, um Noxen, diese ganzen hier in dieser Liste, und die Liste geht weiter, ich habe ja noch eine zweite Seite, diese finden Sie dann auch bei der Liste der Noxen übrigens. Ja, also Nikotin, Alkohol, chronischer Stress, aber auch, also nicht nur psychischer Stress, sondern auch körperliche Belastung, also Sport, und zwar starke körperliche Belastung, dann die mangelnde Aktivität des Parasympathikus. Ja, das geht jetzt schon mal ein bisschen in das große System. Wenn also unser Körper, unser System nicht mehr vom sympathischen Zustand in den parasympathischen Zustand wechseln kann, das ist auch eine Ursache für oxidativen Stress. Belastungen durch Schwermetalle, chronische Entzündungen. Also eine sehr, sehr lange Liste, die man hier führen kann. Und es geht um nitrosativen Stress. Also neben Sauerstoffradikalen gibt es auch weitere Moleküle, die im Körper in zu hohen Mengen enorm Schaden anrichten können. Und hier bei dem nitrosativen Stress geht es um das Stickstoffmonoxid. Das wird abgekürzt in NO. Und aus diesem Stickstoffmonoxid, daraus entstehen Stickstoffradikale. Genauso wie das eben auch vorher die Sauerstoffradikale war. Also hier wird ein Elektron verbraucht für bestimmte Prozesse und daraus wird ein Stickstoffradikal. Und bei der Überzahl von Stickstoffradikalen im Körper spricht man von nitrosativen Stress. Ja, auch bei den Stickstoffradikalen kommt es immer auf deren Dosiswirkung an. Stickstoffmonoxid wird von all unseren Körperzellen gebildet und ist in all unseren Aminosäuren und auch in all unseren Proteinen enthalten. Also so wie wir Sauerstoff eben zur Energiegewinnung benötigen, benötigen wir Stickstoffmonoxid für unseren Körper, für die Entstehung von Zellen, von Proteinen, für unseren Ablauf. NO ist sehr wichtig und erfüllt im Organismus verschiedene Aufgaben. Es wirkt antibakteriell und arbeitet als Neurotransmitter. Das heißt, es leitet innerhalb unseres Nervensystems Signale weiter. Der Stickstoffmonoxidstoffwechsel spielt auch eine tragende Rolle bei der Blutdruckregulation.
Es wirkt auf die glatte Muskulatur der Blutgefäße ein und kann so deren Erweiterung vermitteln. Auch für die Abläufe in den Mitochondrien und die Produktion von Energie ist Stickmonoxid sehr wichtig. Die Bildung von Stickstoffradikalen in der Zelle ist jedoch schädlich, also wenn sie nicht eingefangen werden können. Und die Ursachen, dass es eben zu nitrosativen Stress kommt, da finden wir auch wieder Umweltgifte, Schwermetalle, Sauerstoffmangel. Also hier könnte man schon einmal vermuten, dass wenn in einer Zelle oxidativer Stress entsteht, dass eben dann nitrosativer Stress folgt. Könnte man vermuten. Instabile Halswirbelsäulen, also Halswirbelsäulentraumata, Stress, Impfungen, da geht es eben um die Wirkverstärker in den Impfdosen, Infektionen, chronische Entzündungen und hier haben wir auch wieder Gifte à la Alkohol, Rauchen, Rauschgift und nitrathaltige Lebensmittel, aber auch Strahlenbelastungen, die eben hier ursächlich sind für das Entstehen von nitrosativen Stress. Und es gibt hier einige Überschneidungen, das haben Sie vielleicht auch festgestellt bei den Ursachen für oxidativen Stress und nitrosativen Stress. Und ein für die Zelle schlimmes Szenario tritt ein, wenn sich Stickstoffmonoxid, also NO, und Superoxid, das ist das Sauerstoffradikal, zu Peroxynitrit, das wird abgekürzt in ONOO, wenn die sich zusammenlagern. Das ist ein Zellgift. Peroxynitrit entstehen also, wenn Stickmonoxid und Superoxid simultan in größeren Mengen entstehen bzw. nicht ausreichend abgebaut werden. Die Bildung von Peroxynitrit steht mit dem Entstehen verschiedener Erkrankungen im Zusammenhang, einschließlich Gefäßerkrankungen, Ischämie-Reperfusionsschäden, Kreislaufschock, Entzündung, Schmerzen und Neurodegeneration, also wenn Nervenzellen degenerieren. Dieses Zellgift hat schwerwiegende Auswirkungen auf unseren gesamten Organismus und es kommt zur Aktivierung von Stoffen, die Entzündungen auslösen und zu heftigen Immunreaktionen führen. Schutzenzyme werden angegriffen, oxidativer und nitrosativer Stress steigen noch zusätzlich. Also wenn wir Peroxynitrit in unseren Zellen haben, dann steigt hier auch eben der Anteil von oxidativen und nitrosativen Stress in den Zellen an. Die Mitochondrien werden zerstört und dadurch selbst zu regelrechten Radikalkanonen umfirmiert. Das heißt also, auch diese führen noch dazu, dass hier Entzündungen entstehen, Entzündungen persistieren. Die Energiegewinnung wird gehemmt, das ist uns klar, wenn die Mitochondrien eben eliminiert und reduziert werden, was noch mehr freie Radikale entstehen lässt. Das können Sie sich sicher auch vorstellen, aber ich zeige Ihnen nachher nochmal ein paar Grafiken. Die Moleküle werden dadurch irreversibel geschädigt. Auch die Zellmembran, also die um die Mitochondrien herum, die Zellmembran wird angegriffen und durchlässig. Also wie die Überschrift hier schon heißt, ist der Super-GAU für die Zelle. Beide, also sowohl oxidativer Stress als auch nitrosativer Stress, finden wir vor, wenn wir uns die Prozesse auf Zellenebene betrachten. Und da haben wir hier unsere Darstellung. Wir haben hier den Sauerstoffmangel zu Anfang gesetzt, wenn also nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung steht für die Energiegewinnung für unsere Zellen, dann führt es dazu, dass eben unsere Zellen dann in einen Ersatzstoffwechsel gezwungen werden. Sie finden hier auf der Übersicht noch die Ist-Situation, was wir hier haben. Also die Mitochondrien geben keine Energie. Das Leben der Zelle ist gefährdet,
Die Mikroorganismen werden zu Pathogenen. Pathogene, das sind ja die Krankmacher sozusagen. Die Mikroorganismen geben die Toxine ab, was eben diesen Zustand noch verstärkt. Und es ist hier der Zustand, von dem wir hier ausgehen, dass das Immunsystem es nicht schafft, diese Mikroorganismen zu eliminieren. Aus welchem Grund auch immer, das ist eben die Ist-Situation. Und wir finden hier als Reaktion, dass eben die Zelle zum Überleben in diesen Ersatzstoffwechsel wechseln muss, in die alkoholische Gärung des Zellplasmas, was wiederum zu Milieuveränderungen um die Zelle führt und noch mehr Mikroorganismen anzieht, die den Effekt verstärken und dazu führen, dass sich Erkrankungen und chronische Entzündungen bilden und manifestieren. Es bildet sich eine Symbiose von Mikroorganismen und Erkrankung. Und somit haben wir hier in dieser Darstellung auch die Darstellung, was passiert, wenn wir über oxidativen und oder nitrosativen Stress sprechen, was hier in der Zelle geschieht und welche bedrohliche Situation das ist. Ja, welche Möglichkeit haben wir denn, dem zu begegnen? Wir haben die Möglichkeit, ich sprach am Anfang von Antioxidantien, also wir haben die Möglichkeit, hier Antioxidantien einzunehmen und zur Verfügung zu stellen, sodass der Körper sie nutzen kann als Radikalfänger. Meine Empfehlung ist hierfür, lassen Sie sich konkret untersuchen und so Ihren Mangel, so Sie einen haben, ganz konkret bestimmen. Bestimmte Ursachen, die auf beiden Listen zu finden sind, kann man entgehen bzw. kann man für sich reduzieren, indem sie gemieden werden. Alle anderen müssen entgiftet werden. Und wir empfehlen hierzu Naturzeolit 10 Mikrometer. Wir empfehlen dies regelrecht einzunehmen. Und deswegen hatte ich Ihnen das zweite Dokument mit zum Download zur Verfügung gestellt. Das ist das Dokument mit unseren Einnahmeempfehlungen für Naturzeolit 10 Mikrometer. Naturzeolit 10 Mikrometer hat den Vorteil, dass es nicht in den Zellstoffwechsel gelangt und mittels Adsorptionsvorgängen entgiftet. Gleichzeitig benötigte Mineralien und Siliziumdioxid für die Zellen, für unsere Grundsubstanz, für unser Bindegewebe zur Verfügung stellt. Und weitere Vorteile der Entgiftung von Naturzeolit 10 Mikrometer sind, dass die Teilchengröße homogen auf 10 Mikrometer genau ist. Die Körnchengröße an sich, also die Größe von 10 Mikrometer genau, bietet für die Menge, die wir empfehlen einzunehmen, eine optimal große Oberfläche zum Entgiften. Zum Entgiften via selektiven Ionenaustausch, Adsorption von Schad- und Giftstoffen und dabei dann kolloidales Siliziumdioxid für unsere Zellen bereitzustellen. Entgiften können Sie auch zum Beispiel über die Einnahme von Chlorella-Algen oder sogenannten Polyphenolkomplexen. Da sind unsere Vorschläge für die beiden letzten, habe ich jetzt aufgrund der Kürze eben kein weiteres Beispiel, aber ich denke, dass es Ihnen als Beispiel genügt. Und Sie können mittels Avicare diejenigen Mikroorganismen eliminieren, die von den Vergiftungen profitieren, also die diese Gifte in sich aufnehmen. Und wir arbeiten mit Agilcare, weil wir hier gezielt, selektiv die störenden Mikroorganismen eliminieren können. Die Symbiose zwischen der entstandenen Erkrankung und der Disbalance der Mikroorganismen wird aufgebrochen durch diese selektive Eliminierung und was eben dann die Chance für den Körper zur Selbstheilung bietet. Und natürlich habe ich Anwendungen hier, die wir Ihnen empfehlen.
Dem einen oder anderen sind sie eventuell bekannt, also das C683 Schwermetalltoxizität TR, VEG14 Quecksilber V und A69 Entgiftung fördern. Und das sind nur einige Beispiele. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Anwendungen, die Sie nutzen können. Sie können dazu in unserem Anwendungskatalog in der Gruppe Entgiftung nachschauen und sich da die passende Anwendung heraussuchen. Immer, und das stimmt für alle AGCare-Anwendungen, werden die betreffenden Mikroorganismen mittels der spezifischen selektierten elektromagnetischen Frequenzen eliminiert. Das trifft somit auch auf die Anwendungen aus der Gruppe Entgiftung zu. Und da habe ich jetzt hier für Sie noch die Zusammenfassung. Also wir sprachen heute über oxidativen und nitrosativen Stress, über die jeweiligen Ursachen und Folgen für unseren Körper, für unsere Zellen. Und es gibt Unterschiede, die habe ich Ihnen präsentiert, und auch Lösungen und Empfehlungen, wie Sie, wie wir dem entgegnen können. Hier gegen oxidativen und nitrosativen Stress. Ja, was jetzt folgt, ist eine Folie, die Sie eventuell schon kennen. Unsere Kommunikationswege, wie Sie uns erreichen. Sie können uns ein Ticket schreiben, was wir Ihnen eben entsprechend regelmäßig beantworten. Auch wenn Sie uns eine E-Mail an support@ulrich-mtc.de schreiben, dann landet das technisch bei uns in unserem Support-File bei den Tickets und wir können Ihnen das im Rahmen dessen beantworten. Natürlich bleibt uns der Telefonservice Montag bis Freitag zwischen 9 und 10 Uhr. Rufen Sie die hier eingetragene Telefonnummer an. Lassen es einmal klingeln und dann rufen wir Sie zurück, sobald wir mit den laufenden Telefonaten abgeschlossen haben. Und diese Woche gibt es da eine Besonderheit. Da haben wir hier am Donnerstag, dem 31.10., haben wir einen Feiertag. Da findet ausnahmsweise kein Telefonservice statt. Aber dann am Freitag können wir gern wieder miteinander telefonieren. Und ganz unten finden Sie noch den Hinweis über unsere AGSmart Wissensbasis. Da haben wir ja auch in dem geschützten Bereich des AGSmarts, des Infodienstes, haben wir die Möglichkeit, ausführlicher mit Ihnen unser Wissen, unsere Kenntnisse eben entsprechend zu teilen, so dass wir da die Möglichkeit haben, hier Sie entsprechend zu informieren. Der Link, der hier unterstrichen ist, ganz am Ende, wo hier anmelden steht, das ist ein Link, den können Sie auch von Ihren Unterlagen, die Sie sich runterladen haben, können Sie direkt anklicken und landen dann auf der Seite zur Information für AGSmart, für den Infodienst und was es damit auf sich hat. Und natürlich, was es damit auf sich hat, dass Sie 150 Euro als Tippprovision erwarten können von uns. Das finden Sie hier auf dieser Folie. Also als Dankeschön für Ihre Empfehlung von AGCare, von unserem Service, von unserem Support, von unserer Unterstützung an neue Anwender, die sich in unserem Shop, ich habe das hier unterstrichen, weil darum geht es, dass es also in unserem Shop gekauft wird, dann teilen wir Ihnen sehr, sehr gerne die Tippprovision zu. Und das hat schon sehr, sehr oft und sehr in vielen Fällen geklappt. Und ich bedanke mich recht herzlich hier schon nochmal für Ihr Engagement und natürlich auch für Ihr zukünftiges Engagement diesbezüglich. Und jetzt dürfen Sie ran, beziehungsweise darf ich Ihnen Ihre Fragen beantworten. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin und freue mich darauf, Ihnen jetzt die Fragen zu beantworten.